Im Juni 2019 wird Dr. Reinhard Schink neuer Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz. Dr. Schink ist zugleich Mitglied im internationalen Trägerkreis der Bewegung Miteinander für Europa. Diese Bewegung arbeitet seit mehreren Jahren an der Einheit des europäischen Kontinents und der Vereinigung der getrennten Konfessionen. Auch nichtchristliche Religionen werden mehr und mehr in den Dialog einbezogen. Auf der Homepage von Miteinander von Europa bitte per Google eingeben, da werden über 400 Gemeinschaften aus verschiedenen Konfessionen als Kooperationspartner aufgezählt, von Pietisten über Charismatikern bis hin zu orthodoxen und katholischen Gemeinschaften. Diese noch viel stärkere ökumenische Ausrichtung der Evangelischen Allianz als bisher wird bereits an der ersten Ausgabe des Magazins 1, Nummer 2 2019 erkennbar, das die Evangelische Allianz herausgibt in Deutschland, und darin wird Dr. Schink vorgestellt. Auf Seite 11 findet sich eine Einladung zur Pilgerwanderung, zu deren Organisatoren extrem charismatische und katholisch-marianische Organisationen gehören, etwa FCJG Lüdenscheid, die Schönstadtbewegung, die Focola-Bewegung, und dabei sind auch zum Beispiel die Christusbruderschaft Selbitz und die Liebenzeller Mission. Auf Seite 12 bis 15 der Ausgabe 1, Nummer 2, 2019 kommt Gerhard Pross als ein führender Vertreter von Miteinander für Europa zu Wort. Er stellt auf 4 Seiten die ökumenische und politische Zielsetzung seiner Bewegung vor. In typischer Ausdrucksweise des Genfer Weltkirchenrats schreibt er, ich zitiere, aufgrund der vielen Brüche im Leben Einzelner zwischen den Kirchen und zwischen Völkern bedarf es einer Versöhnung der Gegensätze, um zu einer versöhnten Einheit in Vielfalt zu kommen. Er schreibt weiter, trotz mancher Fragen sehen wir in der EU als in der Europäischen Union ein einzigartiges Instrument des Friedens. Wir sagen Nein zum Nationalismus, zu den Egoismen und zum Populismus. Zitat Ende. Passend zu dieser ökumenisch-globalistischen Ausrichtung und gewissermaßen als Krönung hierzu findet sich auf Seite 25 der Ausgabe 1, Nummer 2, 2019 der Bericht über eine Audienz des deutschen Allianzvorsitzenden Ekkehard Vetter beim Papst. Er berichtet, wie der Papst ihn dabei bat, für ihn zu beten, und zitiert ein Schreiben, das er Papst Franziskus überreichte. Darin heißt es, Zitat, wir verstehen evangelisch nicht konfessionell, sondern betonen das Evangelium als Zentrum unseres Glaubens und unserer Arbeit. So sind wir froh, dass in unserem Netzwerk in Deutschland auch vermehrt katholische Schwestern und Brüder mitwirken. Wir beten und arbeiten für wachsende Einheit der Christen. Dieses Ziel verfolgt zum Beispiel der neu gegründete Christliche Konvent Deutschland, CCD, in dem sich Christen verschiedener Konfessionen begegnen und wertschätzen lernen. Soweit der deutsche Allianzvorsitzende Ekkehard Vetter in seinem Brief an den Papst. Nun, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, alle diese Vorgänge wären noch vor wenigen Jahrzehnten in der Evangelischen Allianz unvorstellbar gewesen. Als Beleg hierfür zitiere ich aus einem Artikel von Dr. Fritz Laubach, und zwar aus einem Sonderdruck aus das feste prophetische Wort von September, Oktober 1972. Dr. Fritz Laubach, geboren 1926, war von 1984 bis 1991 Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz. Der inzwischen 93 Jahre alte Theologe hat die heutigen endzeitlichen Entwicklungen in Kirchen, Politik und Allianz geradezu prophetisch vorausgesehen. Ich zitiere ihn ausführlich. Also die folgenden Sätze sind alle von Fritz Laubach, dem früheren Vorsitzenden der Deutschen Evangelischen Allianz. Er sagt, das Programm der Kirchen lautet mehr und mehr Humanisierung der Welt. In den Verlautbarungen des Weltrates der Kirchen geht es immer weniger um die Rettung verlorener Menschen vor dem Gericht Gottes und der ewigen Verdammnis, dafür aber immer mehr um Stellungnahmen zu Sozialreformen, Entwicklungshilfe, Bildungsprogrammen und politischen Tagesfragen. Dabei werden die Vertreter vieler Kirchen zu Sprechern ihrer Regierungen und politischer Ideologien. Die Politisierung der Kirche nimmt von Jahr zu Jahr zu. Wie gesagt, das schrieb Fritz Laubach bereits 1972. Ich zitiere ihn weiter. Er sagt, in der Offenbarung, also Offenbarung Johannes, wird uns die Weltkirche des Antichristen geschildert.
Dort heißt es in Offenbarung 13, Vers 11, ich sah ein Tier, das hatte zwei Hörner wie ein Lamm, aber es redete wie der Drache. Die Kirche des Antichristen, so sagt Fritz Laubach, wird äußerlich ein christliches Gewand tragen. Aber ihre Botschaft wird nicht die des Christus sein, nicht die des Lammes, sondern die des Drachen, also Satans. Die antichristliche Kirche gründet ihre Autorität nicht auf Gottes Wort, sondern auf Gewalt. Sie schöpft ihre Kraft aus anderen Quellen als denen der göttlichen Offenbarung und dient anderen Mächten als Christus allein. Und Fritz Laubach schreibt weiter, der Staat wird mehr und mehr die Arbeit der Kirchen kontrollieren und das Programm ihrer Verkündigung bestimmen. Diese allmähliche Entwicklung der ökumenischen Bewegung, und ich selber, Lothar Gassmann, ergänze und inzwischen leider auch der Evangelischen Allianz, Ende meines Einschubs, also diese allmähliche Entwicklung der ökumenischen Bewegung und, wie gesagt, auch der Evangelischen Allianz inzwischen, zur antichristlichen Weltkirche, wird der Masse des Kirchenvolkes und auch vielen Gläubigen gar nicht bewusst werden, ganz zu schweigen davon, dass solche Vorgänge etwa von den Ungläubigen wahrgenommen würden. Weiterhin schreibt Fritz Laubach, dabei wird der Weltrat der Kirchen als eine große Einigungsbewegung nicht ablassen, auch um die noch außenstehenden kleinen Gemeinden, Gemeinschaften und Freikirchen zu werben, damit sie hineinfinden zu der einen großen Herde. Wir werden diesem Sog der Endzeit nur entgehen, wenn wir als Gemeinden von Gläubigen den Mut haben, unseren Weg als kleine Herde abseits der großen Kirchen zu gehen und uns immer neu auf den eigentlichen Auftrag der Gemeinde Jesu zu besinnen. Die letzte Verführung der Endzeit wird in Verfolgung und Abfall bestehen. Zitat Ende, soweit der frühere Allianzvorsitzende Fritz Laubach im Gegensatz zu seinen heutigen Nachfolgern. Mein Resümee lautet folgendermaßen. Unter Ihrem neuen Generalsekretär und Ihrem neuen Vorsitzenden ist die heutige Deutsche Evangelische Allianz im Jahr 2019 auf dem besten Weg, sich dem Weltkirchenrat und dem Vatikan in den Schoß zu werfen und die biblischen Prophezeiungen über den Antichristen, seinen falschen Propheten und die Hure Babylon zu erfüllen. Gottes Wort aber warnt alle wahrhaft Gläubigen vor der Vermischung mit der Hure Babylon. So lesen wir in Offenbarung 18, Vers 4, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Dies gilt auch für eine sich der EU und der Endzeitkirche anbiedernde evangelische Allianz, in der durch die Vermischung der Ideologien, Konfessionen und letztendlich dann auch noch Religionen Wahrheit und Lüge nicht mehr unterschieden werden.